Diesen Bericht präsentiert Ihnen Brückel Design, der Spezialist für Helmlackierungen. Und dein Markenzeichen ist dein Helm, individuell gestaltet von Brückel Design. Brückel Design, mit einem kreativen Helmdesign wird dein Helm dein Unikat und somit hast du dein eigenes Markenzeichen für dich. Brückel Design, seit über 35 Jahren für Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger machen wir Helmdesign kreativ, schnell und einfach und kostengünstig. Wir von Brückel Design lackieren seit über 35 Jahren Helme. MotoTV 22 baut bei MySport MyStory. Zwei unterschiedliche Fahrzeuge und in einer Klasse bewegen sie sich mit einem Audi 200. Der Anton Werner, ein richtig schnelles Fahrzeug, B3 im Qualifying. Das lässt er sich nicht nehmen gegen die ITC-Fahrzeuge und der Roland Asch im Mercedes 190er Evo 1. Roland, du kannst dich noch erinnern an die Audis damals bei der DTM. Und heute fahren sie wieder gemeinsam bei einem Feld. Ja, da sind mir gleich die alten Erinnerungen gekommen, wenn ich das Auto gesehen habe. Damals mit dem Stuck, da sind so viele Audi dabei gewesen, das war ja Wahnsinn. Mit dem Achtzylinder und ich vergesse nie in Hockenheim, gerade hier. Da war es feucht, da waren die ganze Audi war vor uns. Und ich war der erste Mercedes hinter der Audi, war stolz, aber haben natürlich im Nassen keine Chance gehabt. Ja, Anton. Und jetzt bei solchen Kapazunder, wenn ich dir sagen darf, hier im Starterfeld einen Klaus Ludwig, einen Alfred Heger, einen Patrick Huismann, einen Roland Asch und noch viele mehr. Und du mittendrin mit deinem Audi ganz vorne dabei. Ja, damals, wie die Stars gefahren sind, da war ich Zuschauer und habe das von der Ferne beobachtet. Und jetzt habe ich eben auch so ein Auto und kann da mitfahren. Es sind zwar schon ein paar Jahre vergangen, aber trotzdem hat sein Traum irgendwie sich erfüllen können und es hat das Ding wieder eingeholt, sozusagen, die Zeit. Ja, die Zeit eingeholt und er hat ihn auch eingeholt, denn der Striezer Stuck fährt hin und wieder mit seinem Audi, mit dem V8 bei der Legenden oder bei der DTM Classic mit. Nächste Woche ist es wieder soweit. Ja, ich denke schon. Also er hat zumindest den Platz reserviert. Er hat sich noch nicht gemeldet, aber das ist immer so bei den Stars. Immer in letzter Minute wird es dann ausgemacht und dann festgemacht. Roland, die Tourenwagen-Legenden, wie gefällt dir die Plattform? Ja, mir gefällt die Plattform wahnsinnig, weil ich ja in Hockenheim eigentlich groß geworden bin. Das war meine Rennstrecke, wo ich früher mit einem Privatauto ist mal hergefahren. Ich wohne nur 120 Kilometer weg. Ich habe trainiert, ich fahre, ich wieder heimgefahren und ich glaube, das ist meine Hausstrecke. Da kenne ich jeden Meter. Und bin die kleine Kurs, der große Kurs, der hat sich ja zwei, dreimal geändert. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit dem Ferdi, mit seinem Auto dabei sein kann. Ja, du trainierst ja heute für nächste Woche. Naja, man kann das so sehen, aber das denke ich mal, jedes Rennen für sich macht Spaß und ist auch für sich anders. Sind andere Teilnehmer dabei und ich denke mal, dass das natürlich schon ein kleines Training ist für nächste Woche, das stimmt schon, aber letztendlich ist nächste Woche wieder ganz anderes Teilnehmerfeld. Ganz anders Teilnehmerfeld, da ist die DTM Classic, hier sind wir bei den Tourenwagenlegenden und wir sehen in beiden Plattformen tolle Fahrzeuge, tolle Fahrer. Und morgen wird es weiter für dich. Habe ich schon gesehen im Vorbericht. Morgen soll es regnen den ganzen Tag. Das ist natürlich dein Traumwetter, oder? Das ist Quattro-Wetter nächstes Jahr. Mit dem Heckantrieb. Ja, lassen wir uns morgen überraschen, ob es regnet, ob der Quattro den Vorteil hat. Wir sind gespannt und wir wünschen euch jetzt auf alle Fälle mal bei Sonnenschein und bei gute 20 Grad ein tolles Qualifying. Alles Gute, Dankeschön. Dankeschön.